Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und heute schauen wir uns eine neue Karte an, die herausgekommen ist und zwar gestern Abend. Und zwar ist dies die Niedersachsen 22 Karte, eine Karte, die habe ich sehr geliebt im 19er. Jetzt ist sie zurück für den 22er, besser als zuvor. Auf jeden Fall lassen wir uns das nicht entgehen, hier einen Rundgang oder einen Überflug und einen Überblick zu schaffen zu dem, was diese Karte zu bieten hat. Wir starten gerade hier. Das ist nämlich da, wo wir in die Karte reinladen. Und zwar mit dem Blick direkt auf eine der BGAs, die hier auf der Karte verbaut sind. Wir schauen uns ein paar Aspekte direkt an. Und zwar gehen wir gleich erstmal auf die Kartenüberblick. Und zwar haben wir hier den Überblick auf die Karte und wir sehen, da passiert sehr vieles. Ich habe alles eingeschaltet, also alles ist an und wir können also sehen, wir haben jede Menge an grauen Pünktchen, die uns zeigen, wo was versteckt ist oder wo wir etwas finden können. Gut, also es handelt sich dabei natürlich um eine Vierfachkarte, also ist diese Karte nicht gemacht für Konsolenspieler. Auf jeden Fall das schon mal vorausgeschickt. Wir können auch sehen, trotzdem es eine Vierfachkarte ist, gibt es hier nicht die übergroßen Felder. Es sind eher so im mittleren Bereich befindliche Felder. Werden wir mal gucken, die Größenanzahl hier, das haben wir hier einmal 10 Hektar, hier 12 Hektar. Das sind so die durchschnittlichen Größen um die 10, 12 Hektar. Dann haben wir natürlich ein großes oder zwei größere Felder. Da haben wir zum Beispiel dieses hier, das ist dann 22 Hektar mit einem Preis von etwas über 1 Million. Dann haben wir auch hier nochmal 18 Hektar. Das sind dann die größeren Felder, die hier auf der Karte zu finden sind. Aber im Großteil sind sie um die 10 Hektar groß. Wir haben auch einiges an Grünflächen, die hier vorhanden sind auch alle so um diese Dreh rum zwischen 5 und 10 Hektaren. Auf jeden Fall hier eine gute Auswahl an Feldern. Hier kann man auf jeden Fall einiges erreichen und zwar nicht im großen Stil, ist gedacht vielleicht für mittlere Maschinen, befindet sich natürlich in Niedersachsen, ist eine ziemlich flache Karte. Ich sage nicht, dass sie super flach ist, sondern es gibt auch Erhöhungen zu finden auf dieser Karte. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Das kleinste Feld, was ich gefunden habe, ist dieser Plot hier. Das sind 0,2 Hektaren und das größte Feld, das hat man schon gesehen, das sind so um die 23 Hektaren hier in diesem Dreh. Ja, gut. Wir können auch die Gemeindefläche kaufen. Das sind dann 123 Hektaren zum Preis von 338 Millionen. Ihr könnt also sehen, ziemlich viel Fläche ist das hier verteilt auf die ganzen Karte. Wenn wir uns als neuer Farmer einloggen, dann gehört uns im Prinzip nur diese Hoffläche. Die schauen wir uns dann gleich mal im Detail danach natürlich an. Das ist alles, was wir bekommen als Starthof in dem Sinne, wenn wir als neuer Farmer starten. Was auch fällt hier, dass es insgesamt 18 vorgefertigte Hofflächen gibt. Das heißt, das sind Flächen, das ist Grünland. Da kann man also einfach einen Hof hinplatzieren. Davon gibt es 18 Flächen, die so fortgefertigt sind oder so gedacht sind, dass man sich da einen Hof aufbauen kann. Das sind kleinere, mittlere Flächen, die einfach da eben freigehalten worden sind. Wir sehen, natürlich gibt es hier Aufträge und zwar gibt es hier sehr viele Aufträge, da natürlich sehr, sehr viele Felder da sind. Wie gesagt, alle so in einem normalen Bereich, also nicht zu große Felder, alle so zwischen, das haben wir schon gesehen, zwischen 10, 15, maximal 20, 25 Hektaren. Wir schauen uns den Aussaatkalender an. Der Kalender ist auch Standard, also das ist im Prinzip nichts Neues dabei. Das ist so, wie eigentlich in dem Standardspiel enthalten ist. Schauen wir uns mal die Produktionsstätten an, die auf der Karte fest verbaut sind. Uns fällt auf, dass hier ziemlich vieles verbaut worden ist. Aber Achtung, es sind dies hier zum Beispiel BB Gas 2, das sind also zwei Biogasanlagen, Biotech 2,
Dann haben wir hier dann die normalen Produktionen, die Molkerei, die Schreinerei, die Getreidemühle, die Bäckerei. Und hier haben wir nochmal eine Gas AG. Dann haben wir hier die Nordland Biogas. Dann haben wir hier den Wollenverkauf, haben NDS, haben wir NDS Energie, Bio NAG. Dann haben wir hier den Holzverkauf, das ist eine Produktionsstätte. Dann haben wir Biogas Nord, Biogas Nord 2, das verbaut worden ist. Und dann haben wir hier noch die BGA und die BGA 2. Das ist also einiges, was wir hier haben an Biogasanlagen, die verbaut worden sind. Ich gehe davon aus, oder zumindest so habe ich das im 19er auch gesehen, dass im Prinzip, wenn man 4 oder 5 oder 8 Höfe macht, dass jeder Hof die Möglichkeit hat, die eigene Biogasanlage zu besitzen. Das ist im Prinzip so wahrscheinlich die Idee dahinter, dass man eben sich nicht streiten muss, wer jetzt die Biogasanlage besitzt, sondern hier definitiv ganz klar, dass jeder Hof seine Biogasanlage haben kann. Was des Weiteren auffällt, ist, dass es extrem viele Kaufpunkte gibt, also Ladestationen, und zwar ist der Großteil Kalkstationen. Also es gibt hier sehr, sehr viele, fast überall ist irgendeine Kalkstation verbaut. Dazu gibt es eine Futterkaufstation, hier einen Wasserträger. Natürlich die Tankstelle sind auch Kaufstationen, hier Kaufstationen für Wasser und Kalk, hier wieder ein Treibstofftank, das ist auf unserem Hof befindend. Eine Kalkstation, überall sind Kalkstationen verteilt auf der Karte, das heißt, man muss nicht zu weit fahren, um irgendwie Kalk zu holen. Getreidestation ist auch verbaut, da kann man Getreide kaufen gehen. Wieder eine Kalkstation, eine Tankstelle hier unten. Also es gibt also keinen Mangel an Kaufpunkten für Kalk und es gibt 2 oder 3 Kaufpunkte für Getreide und 1 oder 2 Verkaufspunkte für Tierfutter. Daher schauen wir uns mal den Verkaufskatalog an. Also wir können sehen, dass standardmäßig für Weizen also irgendwie 30 oder 20 verschiedene Verkaufspunkte bestehen. Dann dasselbe für Gerste. Hafer, da haben wir 3 Verkaufspunkte, Raps wieder die ganze Menge. Hirse auch, haben wir viele, viele Verkaufspunkte für die Standard-Ackerfrüchte. Dann kommen wir zu den Tierproduktionen. Also wir sehen hier, wir haben hier auch enorm viele Verkaufspunkte für Eier. Das heißt, wenn ein Hof seine Eier verkauft, dass der Preis nicht für alle auf der Karte dann einsinkt und quasi nicht mehr rentabel wird, sondern es gibt verschiedene Verkaufspunkte und jeder kann einen guten Preis erwischen. Dasselbe mit der Wolle, da gibt es 3 Verkaufspunkte. Dann die Milch gibt es Verkaufspunkte, Hackschnitzel, Silage. Alles das ist hier zu verkaufen. Also an Kaufspunkten und Verkaufspunkten mangelt es hier nicht. Also wir haben 5 Tankstellen da. Mehl kann verkauft werden, Brot, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Rosinen, Traubensaft, Salat, Tomaten, alles kann verkauft werden. Also eine Karte, wo alle Produkte aus der Produktion verkauft werden kann. Das ist also eine Karte, wo man sich erstmal von Beginn an nicht kümmern muss, wer und wo was kauft oder verkaufen kann. Hier gibt es genügend Verkaufspunkte für alle möglichen Produkte. Ich habe hier natürlich schon das Pack von Umatana drin, das ist klar, da gibt es noch keine Verkaufsstellen, die muss man natürlich entsprechend dann selbst hinbauen. Das ist das Pack, was ich halt schon reingeladen habe, habe dafür natürlich noch keinen Verkaufspunkt festgelegt. Wir gehen mal zu dem Stadthof und sehen hier, dass wir das Haute Belleron Farmhaus hier haben, das ist dieses hier. Da haben wir hier unsere Garage mit dem Pickup und natürlich dem Umkleidetrigger. Dann haben wir hier direkt daneben stehen natürlich die Hühnerfarm, also das Hühnergehege. Das sind 360 Hühner, das sind Standard, das ist der Standardstall. Dann haben wir, wir sind ein bisschen strukturiert vorgehen, es ist nicht sehr übersichtlich. Okay, dann gehen wir hier außen rum.
Das haben wir hier, einen Kuhstall, der zu uns gehört. Dann haben wir hier unser Silo-Komplex. Das ist das 800er und das OB-1000er NDS-Silo. Wie gesagt, haben wir hier den großen Kuhstall für 80 Kühe. Das ist also Standard. Und dieser, der ist verbaut mit dem Fütterungsroboter von ID Agro. Also hier, das ist definitiv einer der normalen Kuhställe. Jetzt will ich gerade immer gucken, ob wir hier auch Ballen verwerten können. Das ist immer die Frage, die dann auftaucht. Können hier Ballen verwendet werden? Das heißt, das werden wir jetzt gerade sehen. Genau, hier die Ballen, die gehen rein. Ja, hier, das geht schon weg. Hier, dann nehme ich an, dass Silage auch in Ballen verwendet wird. Dann schaue ich mal noch rein, ob drinnen auch Stroh angenommen wird in Ballen. Also es sieht so aus, als würde Stroh als Balle nicht angenommen im Stall drin für das Bett. Das heißt, hier muss das Stroh eingestreut werden. Schauen wir uns noch mal an, wenn wir zum Beispiel Heu als Balle haben, ob das angenommen wird. Also hier muss definitiv das Stroh eingefügt werden als Balle, aber das Heu, das geht als Balle, das Stroh natürlich dann entsprechend nicht. Das muss also eingestreut werden. Oder es sei denn, natürlich der Trigger in einem anderen Punkt, aber ich glaube, das müsste am selben Punkt dann sein. Ja, also hier sehen wir klar, das Stroh wird als Balle nicht angenommen für die Bebettung. Das heißt, das muss hier definitiv eingestreut werden. So viel zum großen Kuhstall hier. Dann haben wir hier einen zweiten Kuhstall. Das ist dieser hier, der nimmt 45 Kühe auf, also ein kleiner, etwas kleinerer Kuhstall. Machen wir hier auch den Test. Also hier gilt dasselbe für Stroh. Und Heu wird also angenommen. Also Heu wird angenommen, auch hier. Aber das Stroh nicht. Das heißt, es muss definitiv das Stroh auch hier eingestreut werden. Das ist also auf jeden Fall hier. Dann haben wir hier natürlich unser Güllensilo, das natürlich dann entsprechend gefüllt wird. Hier haben wir unseren Wassertrigger. Dann schauen wir uns mal hier in die Garagen dann rein, machen mal die Tore auf hier. Und schauen jetzt einmal hier in dieses rein. Also wir haben hier drinnen stehen, haben wir den Fendt 515er Favorit. Dann haben wir den 724er Vario hier stehen mit seinem Frontgewicht. Und wir haben den kleinen Hoftraktor da stehen. Das ist der 312er mit einem Frontladeranbau. Die anderen beiden haben auch einen Frontladeranbau. Das heißt, hier ist schon mal vorgesorgt worden. Dann haben wir in dieser Halle drin haben wir zwei Welger, wenn ich mich nicht irre, ja, zwei Brandner Anhänger, die sind schon fest verkuppelt, das ist schon mal cool. Dann haben wir hier einen Düngestreuer, Miststreuer drin, das ist der Brandner, das ist der Miststreuer, der gehört schon mal zum Farm Equipment dazu. Dann haben wir den kleinen Bredal für Kalk- oder Mineraldünger, dann haben wir die große Hardy Navigator 4000er Düngerspritze oder Pflanzenschutzspritze. Wir haben einen Krampe Half Pipe hier stehen. Des Weiteren haben wir noch einen Fliegel Kipper hier stehen. Also hier haben wir schon insgesamt vier Hänger stehen, also vier Kipper stehen in verschiedenen Ausführungen. Plus natürlich noch dem Miststreuer und den anderen Equipment. Dazu kommt natürlich auch noch, haben wir hier
den New Holland stehen, der das ist der CH7.7 und seinem Maisgebiss, also Maisschneidewerk. Machen wir hier mal auf. Dann kommen wir mal raus und da sehen wir, haben wir drei Fahrsilos, und zwar eine ziemlich große Fahrsilos hier. Dann gibt es hier noch eine zweite Halle, da schauen wir auch mal rein, was da drin ist. Da ist einiges drin. Da haben wir ein Kuhn-Seiten- und ein Kuhn-Front-Mähwerk. Dann haben wir hier einen Wender, der da steht. Dann haben wir eine Sämaschine, ich glaube, das ist eine Einzelkorn. Dann haben wir einen Schwader, auch nochmal ein Wender. Nee, das ist was anderes. Das ist der... Ich glaube, das ist ein Striegel. Das schauen wir uns gleich in der Garage nochmal an. Dann haben wir den Amazone Düngestreuer. Dann haben wir hier nochmal eine Saatmaschine. Dann haben wir hier einen Rupper. Einen Pflug, nochmal eine Saatmaschine. Dann haben wir hier den Horsch Joker 4 CT. Dann haben wir einen Mulcher da stehen. Also ihr seht, man hat hier ein ziemlich komplettes Equipment, was man hier hat zum Starten. Also wir haben noch einen Ballenwickler und die Ballenpresse natürlich auch noch. Das ist auf jeden Fall das, was schon mal standardmäßig mit zum Hof geht. Wir schauen uns jedes einzelne Gerät kurz im Detail danach an. Dann haben wir hier, wenn wir hier rauskommen, unsere Werkstatt. Das ist also mehr oder weniger unser Hof. Dann haben wir hier noch mehr Equipment stehen, und zwar in diesem Schüttgut-Halle hier. Da haben wir einmal einen Frontlader stehen von Hauer. Dann haben wir den Pöttinger Faro da stehen, den Ladewagen. Dann haben wir hier einen Wender oder Schwader. Nee, das ist wahrscheinlich, das ist ein Schwader, das ist der große Schwader. Dann haben wir ein Güllefass hier stehen, das ist ja cool, natürlich. Also hier ein Güllefass zum Gülle ausbringen, das gehört auch schon zum Equipment, das ist nicht selbstverständlich. Dann haben wir hier das Schneidewerk natürlich für den New Holland. Und wir haben den Silo-King hier stehen, und zwar eben mit 22 Kubikmetern. Das ist aber natürlich sehr, sehr nützlich für das Anmischen der Mischration, wenn man nicht den großen Stall benutzt. Das heißt, hier muss das angemischt werden. Es kann auch verwendet werden, um hier direkt Strohballen reinzumachen und damit das Stroh in die Ställe zu streuen. Da braucht man also nicht die Zerschneider. Das kann man auch hier reinmachen und dann kann man das Stroh so mit in die Ställe bringen. Dann haben wir hier unseren Tank, das heißt, hier kann Treibstoff gekauft werden, der dann eben dann benutzt wird, um die Fahrzeuge zu betanken. So, das ist, glaube ich, die komplette Hoftour gewesen. Schauen wir uns mal im Detail nochmal an. Genau, wir haben den großen Kuhstall mit der mit dem Futterroboter. Dann haben wir den normalen Kuhstall mit 45 Kühen. Haben hier den Hühnerstall, natürlich für die 360 Hühner. Und das ist im Prinzip das, was zu uns gehört. Schauen wir uns, ob es gemoddete Objekte gibt zum Bauen. Also von den Hallen her ist alles Standard, da ist nichts extra hinzugekommen. Dann haben wir hier das Unio Silo, das ist also gemoddet, das ist hinzugefügt worden, hat ein Volumen von 80 Millionen Liter. Das ist natürlich einiges, was da reinpasst. Dann haben wir hier nichts weiteres hinzuzufügen. Dann haben wir bei den Containern haben wir auch nichts weiteres, was gemoddet hinzugekommen ist. Ah, die Farm haben wir, dann haben wir das Haute Belleron, die Hofgarage. Das ist das, was hier drin enthalten ist. Produktionen gibt es nichts customized. Verkaufsstationen auch nicht. Das ist alles Standard. Ja, wunderbar. Wunderbar, das ist auf jeden Fall mal schon unsere Startfarm. Wenn wir hier starten, dann haben wir also einiges, was darauf hinweist, dass wir hier uns konzentrieren auf die Milchproduktion. Also auf jeden Fall
genügend Platz ist da. Es sind, glaube ich, 125 Tür insgesamt. Einmal die 80 und die einmal die 45. Ja, wunderbar. Ich denke mal, dass wir uns mal kurz irgendein Fahrzeug holen, damit wir ein bisschen eine Stimmung von der Karte so bekommen. Ich würde einfach mal sagen, wir kaufen uns ein kleineres Fahrzeug, dass wir ein bisschen eine Rundumsicht haben. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt mal den hier kaufen. So, wir machen nicht eine komplette Rundfahrt hier, weil das jetzt einfach zu groß ist. Wir fahren einfach mal so ein bisschen in diese Gegend hoch, da, damit wir ein bisschen mal einen Überblick haben, wo der, zum Beispiel der Händler ist, wo die Hauptproduktionsstätten drin sind, also gebaut, aufgebaut sind. Also hier jedenfalls einiges an Equipment dabei. Also man kann nicht sagen, dass hier einem etwas fehlt an Equipment. Wir gehen es nachher trotzdem nochmal durch. Wir könnten das eigentlich vorher machen, bevor wir losfahren. Schauen wir uns mal die Garage an. Also wie gesagt, haben wir die zwei kleinen Trecker. Das ist also den 312er, der 515er. Dann haben wir den großen, den mittelgroßen Traktor. Das ist der 724er. Sind alle brandneu. Dann haben wir den New Holland, den CH7.70 stehen. Das haben wir auch gesehen. Autos haben wir natürlich den Pickup. Den Mahindra, der kommt natürlich jetzt zum Zuge. Und bei den Hängen haben wir die zwei Brandner stehen mit jeweils 18,5 Kubikmeter. Dann haben wir den Halfpipe von Krampe hier stehen mit 12,1 Kubikmeter. Dann haben wir hier den Fliegel stehen gehabt, also mit 40 Kubikmeter. Also da geht es schon in die obere Klasse rein. Des Weiteren haben wir gesagt, das Schneidewerk für die normale Aussaat, für das normale Getreide. Dann haben wir hier das Capello-Schneidwerk für Mais und Sonnenblumen. Dann haben wir einen Mulcher. Wir haben einen Pflug von den 3,5 Metern. Wir haben einen Grubber mit 5 Meter, also nicht immer der Standard 3 Meter. Dann haben wir eine Scheibenecke hier, natürlich 4 Meter breit. Eine Kreiselecke auch mit 4 Metern. Seetechnik auch mit 4 Meter. Den Venta. Dann haben wir den Kuhn mit 6 Meter Seebreite und Arbeitsbreite, indem wir hier für die Einzelkorn. Dann, wie gesehen, den Navigator 4000, der steht bereit, um eben Flüssigdünger oder Pflanzenschutz auszubringen. Dann haben wir den Amazon 105, den haben wir auch gesehen gehabt. Der ist natürlich hier auch dabei. Dann haben wir den Amazone TACZ 3200. Das ist ein Gülle, das ist ein Düngerstreuer, nimmt also kein Kalk an. Dann haben wir den Miststreuer, den haben wir auch gesehen. Güllefass haben wir auch gesehen. Dann haben wir, wie gesagt, ein Striegel, wo ich nicht ganz sicher war. Das ist also hier dieser Striegel, der auch zu unserem Start-Equipment gehört. Bei der Grünlandpflege haben wir den GK300 M1 Full Edition, eine Saatmaschine und Striegel, also Wiesenwalze und Striegel, und mit der man auch gleichzeitig eben Gras, Ölsaat oder Raps ansehen kann. Bei der Mähtechnik haben wir eben, wie gesagt, das Seitenmähwerk und das Frontmähwerk von Kuhn. Wender haben wir einen, den Schwader haben wir den großen, den 9,7 Metern von Krone natürlich. Dann haben wir den Ladewagen, den Faro 4010, den haben wir auch angesehen gehabt. Dann kommt die Ballenpresse für Rundballen in der Größe von festen 125 cm. Hier kann also nichts verändert werden. Wir haben einen Ballenwickler, der natürlich auch für die Rundballen geeignet ist. Des Weiteren haben wir den Silo King, also das ist hier definitiv gedacht eben für die Tierfütterung hier, das ist klar. Dann haben wir einen Frontlader, der aber auf alle drei Trecker passt, weil die vorbereitet sind. Dann haben wir eine Schaufel für den Frontlader. Wir haben einmal hier das Schneidewerkswagen, dann haben wir einmal hier den Schneidewerkswagen und haben zwei Gewichte, einmal von Akko und einmal von Tienwinkel.
Das ist das Starting Equipment, also ziemlich gut ausgerüstet, für das man im Prinzip loslegen kann. Also man muss da nicht wirklich sehr viel nachkaufen. Ist eigentlich alles ziemlich gut vorbereitet. Hier haben wir die nicht die Biogasanlage, aber das Heizwerk. Okay, also der Mahindra mag die schnellen Geschwindigkeiten nicht unbedingt, vor allem nicht, wenn man die Ria-Mods drin hat. Also hier muss man ein bisschen vorsichtiger fahren. Auf jeden Fall, die Straßenführung hier ist mir noch bekannt, also die ist ziemlich gleich geblieben. Links hier haben wir natürlich eines der Felder. Und dann geht es hier natürlich entsprechend hier rüber. Und wenn ich mich nicht erinnere, kommt jetzt dann eine Senke, dass wir auch sehen können, dass die Karte nicht komplett flach ist. Also hier scheint es alles flach zu sein bis anhin. Also die Stimmung hier stimmt, es ist sehr frühlingshaft gerade. Es ist zwar August, aber ich habe irgendwie das Gefühl, im Frühling unterwegs zu sein. Okay, da hier kommt in dem Falle diese Senke nicht. Die wäre jetzt hier gewesen, also auf der 19er Version war hier eine große... Ah, ne, da kommt sie. Schau mal, da ist die Senke. Und hier zurück hochzukommen mit vollen Maschinen oder so, das wird nicht einfach sein. Dann fahren wir hier weiter. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich die Ausfahrt verpasst. Dann machen wir hier mal eine Wende. Fahren wir da mal auf die rechte Seite rein. Gucken, wo mir jetzt das hinführt. Ob das mich dahin führt, wo ich auch hin möchte. Und nämlich zum Shop. Das ist hier eine Privatstraße. Ideal für eben eine Gegenfahrtstraße einzurichten auf Autodrive, wenn man hier das nutzen möchte. So, und dann gehen wir mal, das ist, hat sich ziemlich unverändert, also eigentlich ziemlich gleich geblieben. Auch hier diese Kürze, dass man hier durchfahren kann, dann ist das natürlich ideal. Also ich müsste mich da nicht groß an etwas Neues gewöhnen, weil ich kenne die Straßenführung noch ziemlich gut. Hier auf der rechten Seite haben wir den Händler, den schauen wir jetzt uns im Detail ein bisschen genauer an. Hier kommen wir dann eben in diesen Dorfbereich, wo man ein bisschen die Produktionsstätten und so weiter findet. Also alles, ja, sichtbar. Hier haben wir den Händler, einmal die Werkstatt und hier haben wir natürlich dann auch entsprechend. Wie gesagt, der Händler, wo wir unsere Gerätschaften, falls wir nicht die Store Delivery Mod installiert haben, wird das Gerät da gespawnt. So, also auf jeden Fall stimmen diese Häuser für mich nach Niedersachsen. Also es kommt wirklich sehr so rüber, als es wirklich stimmig ist hier. Okay, er mag es einfach nicht, wenn man zu schnell wieder nach der Kurve beschleunigt. Ist egal, es ist nur ein Rundgang hier. Dann haben wir hier drüben eine Halle stehen. Was könnte da drin sein? Das werden wir natürlich jetzt mal versuchen herauszufinden, was hier drin ist. Okay. Okay, hier ist auch eine Halle, die man nutzen könnte. Da hat man sogar den Zugriff dazu. Und hier ist so der ein bisschen mehr urbane Bereich. Also hier haben wir verschiedene Sachen rumstehen. Das ist das, was wir angesprochen hatten. Da gibt es eben, glaube ich, die Getreidemühle. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Die Molkerei, die Schreinerei, die Getreidemühle, den Getreidemarkt und eine Kalkstation. Verkehr gibt es hier auch, das ist hier unschwer zu erkennen. Gehen wir mal hier rein. Ach, das ist wahrscheinlich hier die Kalkstation. Ne, das ist die Getreidemühle. Ich gehe mal gucken, ob die Kalkstation steht.
Das ist, glaube ich, hier diese Kalkstation. Also die Icons hier, die so hoch in der Luft schweben, ich weiß nicht, ob das A so gewählt ist oder ob das ein Fehler ist. Also wir kamen hier auch Kalkladen. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt hier weiter hier. Okay. Wie gesagt, hier drüben die Getreidemühle. Da kommt der Verkehr. Tut mir leid, Senior. Also diese Blockbauten hier, die sind auch für mich passend. Also es stimmt überein. Dann haben wir hier eine der Hofflächen, glaube ich. Das schauen wir gleich mal an. Gehört zum öffentlichen Grund, der mit 300 Millionen und so weiter gekauft werden könnte. Auch hier alles schön stimmig. Passt. Wir fahren jetzt mal gegen Süden. Wir fahren nicht die ganze Karte ab. Ist einfach zu viel. Hier ist Moordorf. Hier gibt es auch wieder Kaufpunkt. Das ist wahrscheinlich auch wieder Kalk. Wenn ich denn fahren könnte, wäre das etwas einfacher. Machen wir hier zurück. Also ihr seht, es ginge definitiv zu weit, hier eine komplette Rundfahrt zu machen. Ich gehe nochmal in die Lüfte hier, damit wir es nochmal ein bisschen von oben sehen können. Also verschiedene Produktionsstellen, und ihr könnt auch sehen, also wenn ich jetzt einfach geradeaus fliege hier, das könnt ihr auch sehen, hier gibt es Erhebungen. Ist natürlich, sind das nicht sehr hohe, große Erhebungen. Wir sind ja auch im großen Teilen flach in Niedersachsen. Warum spricht mich diese Niedersachsen-Karte so an? Es ist, ja, es widerspiegelt so ein bisschen das Terrain und es löst bei mir auch ein bisschen Heimweh aus, ne? Also ich bin ja, bevor ich jetzt hier in Spanien gelandet bin, habe ich ja in Niedersachsen gelebt und ja, habe mir sehr gut gefallen da. Also eine schöne Gegend hier. Ihr könnt also sehen, es ist hier, sind wir auf einem quasi einem höheren Plateau oben, was wir hier natürlich wieder verlassen. Dann geht es wieder runter in das flächere Gefilde. Auch die Mapboarder ist ziemlich schön gemacht. Also man erkennt zwar, dass es nicht auf derselben Ebene ist, aber es ist nicht so aufdringlich oder so penetrant. Ja. Ihr könnt auch sehen, dass die Feldformen zum Teil rundlich sind. Also es gibt hier nicht nur die quadratisch praktisch gut Felder, sondern es gibt hier, wie ihr sehen könnt, auch normale Felder, die in der Natur oder in der Landschaft eingebettet sind. Wir fliegen mal zu einer dieser Hofflächen, die da ist. Wir können im Prinzip erstmal nur eine oder so zeigen, weil es ist halt alles sehr repetitiv. Also das ist zum Beispiel eine dieser Hofflächen, die genutzt werden kann. Also man kann direkt neben einer Biogasanlage hier einen Hof aufbauen. Ich nehme mal an, das ist auch eine. Nee, das ist ein Ackerfeld. Ja, das sind also diese Elemente hier. Also ich würde sagen, wir lassen es hier sein. Ich mache noch kurz eine Zusammenfassung, was ich darüber denke. Also die Karte stimmt für mich, mir gefällt es. Es ist schön, die Stimmigkeit, also von der Stimmung her ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht extremst detailliert, aber auf jeden Fall reicht es hier. Wir haben hier eine größere Waldfläche. Es reicht auf jeden Fall, eine Stimmigkeit zu vermitteln. Schön, dass die Felder nicht nur quadratisch sind. Schön, dass es auch ein Höhenprofil gibt hier, dass man eben auch hoch und runter fahren kann. Die Karte ist absolut ideal und wahrscheinlich auch wirklich darauf ausgerichtet, einen Multiplayer zu spielen.
Was sagt ihr zu der Karte? Gefällt euch diese Karte? Werdet ihr der Karte eine Chance geben? Werdet ihr die anzocken? Bitte teilt uns mit oder teilt mir mit, was ihr darüber denkt. Wir sind gerade dabei, in unserem Community-Chat herauszufinden, ob ein Interesse vorliegt, diese Karte zu spielen auf ein längerfristiges Projekt, wo die Seasons und die Zeiten nicht angehalten wird, wenn niemand auf dem Server ist, sondern einfach erst weiterläuft, vielleicht dann eben ein bisschen langfristiger mit 7 Tage pro Season pro Monat, damit jeder Zeit hat, da entsprechend die Arbeiten zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt genügend Verträge, es gibt genügend Felder, da gibt es jede Menge Sachen zu tun und daher würde es hier einem sicher nicht langweilig werden. Das war die Tour über die Map. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch den Daumen nach oben da. Falls nein, dann bitte kommentiert doch im Kommentarfeld, warum, was euch nicht gefallen hat, was ich vergessen habe, was ich außen vor gelassen habe. Dann würde ich das natürlich gerne wissen und entsprechend nachreichen, falls notwendig. Ja, ich hoffe, ihr habt dann einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.